Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Rage Life is Strange 2, immer noch mit Leo. Ich find's immer noch so geil, wie du überhaupt diese Taste drauf haust, immer so. Das, jawohl, jetzt geht's weiter, bam, los. Das ist noch die Gewohnheit, wegen des Synchronisierens. Ja, du weißt ja. Aber ich bin immer so, ich versuch so ganz leise zu drücken, so, damit's geht los und dann kommst du immer. Bam, nein, los, das muss man hören hier. Jetzt geht's weiter. Das muss reinballern hier. Genau. Die Leute müssen kurz mal denken, boah, was war das denn? Nee, aber das hört man ja gar nicht. Das ist ja das Gute. In der Aufnahme hörst Doch, du das ja nicht. Man hört's. Was? Nee. Doch. Das hört man nicht in der Aufnahme. Erzähl nicht. Ah, scheiße. Das hört man nicht. So. Was denn jetzt? Oh, hä, haben sie die Leiche gefunden? You should do it. Ja, wer es wieder vergessen hat, warum Daniel so vollgeheult aussieht, der Hund ist tot. Oh nein, wow. Und ich sehe genauso aus. Wahnsinnig traurig. Weil das Video immer noch laggt in der Aufnahme, das ist ja nicht zu fassen. Naja, wir ignorieren das, wie gesagt. Das ist egal, das Spiel ist eh scheiße. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ich habe das gleiche gedacht. Ob es jetzt laggt oder nicht, macht es nicht besser. Also. Oh mein Gott, ey. Das ist so schön. Aber wie vielte Part ist das jetzt? Part 7 oder so? Oder 8? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ich glaube, ich habe noch nie so früh in dem Spiel gesagt, das ist scheiße. Sagen wir es mal so, wir sind am Anfang vom zweiten Kapitel quasi. Ja, das ist echt noch ein ganz schön langer Weg, glaube ich. Aber wir haben ja besprochen, wie wir weiter vorgehen wollen. Och, Mensch. Bruder, I will never forget you, Junge. Du hast jetzt den Hund 3 Tage. Das ist... Good girl. Rest in peace. You won't be forgotten. Sean, you think she's up in heaven? Nein. With dad? Nein. Yeah. No. There's no such thing. Oh, you man. It's just us. Okay. Still. Oh mein Gott. Habe ich das wirklich gerade genommen? Ehrenhaft einfach nur. Ehrenhaft. She'll always be with us. In memories. Und in meiner Hosentasche hier, guck mal. Der Schwanz ist ja abgefallen, ich habe ihn aufgesammelt. Oh, der war abgeschnitten. Oh. Yes. I'll never forget her. Was haben die da eigentlich gebuddelt? Was haben die da, hä? Okay. We should go. It's getting late. Keine Ahnung. Okay. Juhu. Naja, sehen wir es so. Vielleicht hätte der Opa den Hund ja auch erschossen, weil Tiere kommen mir nicht ins Haus. In so einer schönen Redneck-Hillbilly-Nummer. Oh. Oder hat ihn gegessen. Come on. Guck mal, sie bringen sogar Essen mit. What about my traps? Should we leave them up? Daniel, die waren scheiße. They'll protect the next genau wie du. Ach so, das waren wieder nur Ogerfallen oder was er da gebaut hat, oder? Deswegen sah das auch so dämlich aus. Nee, ich glaube, der wollte schon Kaninchen fangen. Ach so, ja, nee, stimmt, hat er ja. Da war ja auch der Kaninchenbau. Ja. Der arme Hund. Emotionaler wird's nicht, Leute, ich sag's euch. Ja, das war der Höhepunkt der Emotionalität. Jetzt suhlen wir uns nur noch in Schadenfreude und Hass. Ja. Und, nee, doch, Schadenfreude. Ja. Und ein wenig Sadismus vielleicht. Thank you.
Sind wir endlich da? Sean hat aber ganz schön Muskeln, wenn er den da einfach mal so auf den Schultern tragen kann. Oh, Mensch, Sean. We made it, Daniel. It's been a long time since I was here. When was that? Before you were born. Auf jeden Fall Props an seine Navigationskünste. Dass er das ohne Google Maps gefunden hat. Das stimmt allerdings. Durch den Wald dadurch ist es schon eine Leistung. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. Ja, da hättet ihr euch vor 3 Wochen mal waschen sollen, ne? Jetzt müssten da fremde Leute drin wohnen, so. Oder die Polizei. Wir haben euch bereits erwartet. Genau, steht einfach so, komm, so macht den Polizist so die Tür auf. So ein Einsatzkommando schon hinter denen, so. I'm sorry, we don't want any of... Wollte sie gerade Flüchtlinge sagen? Hello, Claire. Sean? Hey, sie kennt noch deinen Namen. Is that... Daniel? What's going on out here? I heard... Look who's here! After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well... It's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Both Eure Mutter ist auch hier. Lustig wäre. Komm rein, Daniel. Schon, du bleibst draußen. Echt zur Hölle. Die Hundehütte um die Ecke ist noch frei. Richtige ehrenhafte Großeltern, Alter. Ja. Was der für dreckige Fingernägel hat, ist ja ekelhaft. Ich will deine mal sehen, wenn du Ewigkeiten draußen unterwegs bist. Die werden wie geleckt. Vorhin stinken die Bäder nicht. Also zumindest die Klamotten.
Hey, is it warm enough for you? Oh, yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Steven, may I talk to you for a second? Wir müssen die Bullen rufen, Steven, das sind Mexikaner. Und das sind doch unsere Enkel, ja, ist egal. Raus, raus aus den USA. Raus, so Großeltern. Oh, fuck. Hä? Did I make a mistake coming here? It's good to be inside. Finally. Boah, wenn du mal leiser sein würdest, könnten wir hören, was ich sage. Ja. Stay the night. Oha. Oha. Oh, die wissen das. Trotzdem, was sind das für ehrenlose Großeltern, bitte? Vor allen Dingen, hast du gerade gehört, die Medien sagen anscheinend, dass der, dass Sean den umgebracht hat. Weil die sein hat Vater, das heißt, sein Vater erschossen oder was? Nee, den Polizisten. Die haben gerade gesagt, what if is Sean is guilty? What if is if. Nee, what if Sean what is if guilty? Is, so, what oh, if Mann. Is. Ach, keine Ahnung, Englisch hier halt, ne? Ist doch egal, Hauptsache Italien. Are you alright, honey? Hauptsache Madrid. Genau. You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Sean, do you want to talk about. The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide and for assault and robbery in a gas station. ja gut, ich kann das erklären. Now, das war der innere Mexikaner in mir. Er muss halt stehlen und prügeln, keine Ahnung. Hurt that police officer in Seattle. Ich weiß nicht, verfluchter Schwachsinn. Oh ja, yeah. No. Ernsthaft. That's fucking bullshit. I never touched the guy. No, don't get mad, Sean. We have to ask. We only know what we saw in the news. All I know is that he shot dead. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father. But why did you run away if you're innocent? Gute Frage. Ich bin ausgeflippt, um Daniel zu beschützen, keine Wahl. Gute Frage. Es gäbe dieses Spiel nicht, wenn sie einfach nicht abgehauen wären. Ja, das stimmt. Hier, keine Wahl, das Spiel musste losgehen. We had no choice. The die Spielemacher haben gesagt. Die Writer haben uns gezwungen. Well, Sean, now the police do blame you. Ich mag's nicht, wie die Großmutter mich durch ihre Brillengläser anfunkelt. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. Mit dem Jugendgefängnis. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. Hier sind $5, frohe Weihnachten. You need to think of long-term solutions now. I tried. I swear. But I can't do everything. So, what are your plans? Na, wir wollten eigentlich hier bleiben und wenn ihr es nicht wollt, dass wir hier bleiben, dann habe ich ein Messer in der Tasche, damit wollte ich euch im Schlaf die Kehle durchschneiden. Dann werdet ihr auch hier bleiben. Genau, dann bleiben wir alle zusammen hier als Familie. So, na runter nach Mexiko. Wir bleiben im Haus und ihr unterm Haus. Genau. To Mexico, to Puerto Lobos. Dad has a family house there. Sean, du wirst doch nicht zu diesen Mexikanern gehen. Like fugitives. Oha.
How can you look out for your brother if you're both running from the police? Ja, gar nicht, das siehst du doch. You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family, and we want to prove it. Okay? Ja, wieso kann er den Vater nicht blamen dafür? Naja, weil die Mutter... Ja, eigentlich ist das Schwachsinn, du hast recht. Aber was ich gerade sagen wollte am Ende, ich dachte ja vorhin, dass die im Flur so reden, so, wir müssen es ihm sagen und so, dass die Mutter vielleicht auch so eine schlimme Zauberin war, die die Gabe an Daniel weitergegeben hat. Genau, das ist und deswegen, Harry Potter. Ja, und deswegen musste die auch den Vater verlassen, weil sie war in Gefahr und die Hexenwelt flog auf. Oder so ähnlich. Ja, genau. Sie hat vor einem Muggel gezaubert. Ja, genau, genau. So ähnlich, oder? So stelle ich mir das jetzt vor. Whoa, really? Aren't you scared? The police already called you. Lordy, yes. But we're also scared for you. That's why you'll have to be careful around here. Wie traue ich denn nicht? Beaver Creek is small and nosy. We can stay. Was hat der denn an? Awesome. Das ist so ein Eiskönigin-Schlafanzug? Ja. Yeah. There's a huge model train upstairs. Oh, hey. God. You're supposed to be resting, young man. Yeah. Yes, he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. Müssen wir Daniel jeden Tag ein wenig kranker machen? So, I bet you're hungry. Sollen wir so ein Gift reinmischen? Ja. Yeah. Ja, Daniel, isst die Bären aus dem Wald. Naja. Schau, mir wird schon ganz schlecht. Sie werden dir gut tun. Genau, isst die jetzt. Stopf sie ihm so rein. Der hat dann schon so einen blauen Mund. Die Bären. Jetzt isst der Bären. Dann, was macht ihr denn da, Jungs? Nix, nix. Ich bring nur Daniel seine Vitamine, die sind wichtig. How do you feel, Superwolf? Way better. Wieso, woher haben die eigentlich die Klamotten? And the food? Yum. Yeah. Feels wahrscheinlich von den Großeltern. Ja, die heben auch Klamotten für alle Größen der letzten 20 Jahre. Yeah. Heben sie auf, oder was? Ja, hast du schon mal bei deinen Großeltern irgendwie daheim? Die haben alles. Ich meine nicht. Good. Meinst schon? Oh. Your temperature is down. I'm way better now. You still wobei du wahrscheinlich weniger... moderne Sachen hast, so wie diese, und du hast ja so einen Strickpulli oder so. Sean says heaven isn't even real. Now, boys, that's not very polite. We always say a prayer at bedtime. Oh nein. We never do. Never. That didn't make us go to church, so... Oh, I see. Maybe you're too young to know everything yet. But I can't make you pray. Well, it's time for bed. Scheiße, ich dachte, das sei eine schlechte Entscheidung. No worries. Jetzt hat die uns wieder zusammengeschweißt. Yeah. Toll, Leo. We'll be quiet. Was kann ich jetzt dafür? Du hast es ausgewählt. Jetzt geht's zu ihrem Mann. Wir müssen die Jungs loswerden. Die beten nicht. Das ist echt so. Das sind bestimmt voll die Teufelsanbeter. Das sind gottlose Detlef. Schmeiß sie raus. Ketzer. Ketzer! Die kommen jetzt gleich mit der Inquisition und den Fackeln. Plus you don't smell anymore. Whatever. Well, that prayer thing was pretty weird. Do you think we'll be okay here? I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. Jetzt müsste die Mutter wieder rein, also die Oma wieder reinkommen. Ach Jungs, ich hab hier noch, ihr seid ja im Zimmer eurer Mutter, ich hab hier noch ihre alten Sachen. Guckt mal, die lege ich euch hier hin, damit ihr euch zu Hause fühlt. Ja, ja, ich gehe wieder. But it's been a while. Okay, sorry. Check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Aha. Nie im Leben. Warum?
Ja doch, vielleicht könnte das was aufkratzen bei dem Jungen. I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now and where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going back. You know what I mean? Yeah. I guess. Hey, man. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering... How do you do it? I don't know. I concentrate and it just happens. Hm. Oh Gott, was ist denn das für ein Mädchenheimgespräch hier? Tut es weh? Tut es sehr weh. Tut es sehr weh? Fühlt man sich danach stark? Ja, ja. Dein erstes Mal tut es sehr weh. Das ist wirklich, oder? Das liest sich doch so. Tut es weh? Hier, komm, frag das mal. Does it hurt? Nah. Nah. It's kinda itchy though. And it's exhausting. Wo genau juckt es? Sorry. Warte, ich hol die Puppe. Zeig's mir an der Puppe. Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know, I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and everything should be fine. Vor Regel 3 hat der Bengel doch schon völlig vernachlässigt bei dem Angriff von dem Vieh auf den Hund. Milka. Wenn Pro... Was? Ja. Wenn Probleme gibt, renn weg. War doch. Kinder. Vor allem, was planen denn die Großeltern? Weil die können doch die Jungs auch nicht ewig verstecken. Der hat doch gesagt, das ist ein kleines Dorf und alles. Ja, wo ist denn Daniel? Naja. Eine Woche später schon. Guck mal, wie es da aussieht. Ja, toll. Ey, das ist nicht zu fassen, ne? Erstmal die komische Weise, die Poster her, die er da aufgehängt hat. Naja, die haben sie, weiß nicht, aus der alten Hütte noch geholt. Okay, die sind jetzt also schon eine Woche durchschmarotzen bei Oma und Opa. Oh man, I could sleep all day long in this bed, but I'm way too hungry. That's cool, Claire dug this up for us. Mhm. That's such a baller in his suit. Ja, vor allen Dingen ist so nah dran, aber das sind die, die Großeltern hier beide, ne? Weil ich erkenne hier, glaube ich, eine Brillen. Ja. Die Haare passen auch. Ja. So. This is pretty good so far. I love that Steven only has crime and train books. Das Bandana, das haben sie mir mitgenommen. Man, Bandana. I miss that dirty little dog. Ich so auch. Much more than I thought I would. Ich habe mehr an dem Hund gehangen als an dem Rest von diesem Spiel. Was machen die denn da? Die bumsen, Alter. Sexueller Missbrauch von Daniel einfach. Ich glaube auch. Dann Sean, du bist schon wach. Oh, schnell, mach die Kamera aus. Alright. I'm allowed to go out. Und Daniel, dann soll ich mich wieder anziehen? Nein, nein, Daniel, bleib mal so. That's a cool memento of our secret cabbing in the woods. Ja, bis der Hund starb. Dann war nichts mehr schön. Thanks, Claire, but... I will never wear these things. Die sind doch viel zu klein. Hä? Die passen ja wirklich nicht mal am Hund. Das sind wirklich so komische Dinger. Also, würde ich jetzt auch nicht aufziehen. Nee. Fucking awesome. Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Oh Gott, was ist denn da los? Der hat diese Puppe nicht einfach mitgenommen. Dämonenblondine. Viel zu gruselig. Oh Gott. Sehr widerlich. Weltalltaucher. Na gut, die Feldflasche, okay. Alte Plane, okay. Und der Discman, okay. Can't believe we actually spent a month out there by ourselves and survived. Vorhin ging an dem Rucksack nicht viel mehr dran. So, hier, ja, kennen wir alles schon. Ja, guck mal, das ist das Zelt links, ne?
Das ist das Zelt. Das hier ist der Schlafsack. Der ist rot. Mhm. Ja. Wieso glaubst du mir das nicht? Und eine dreckige Decke. Ja. Was ist das für Geräusche, Alter? Das klang wie so ein Hundeheulen, oder? Oder so ein Indianer. Ach so. Finally. Oh Gott. Sean, are you awake? Breakfast almost done, so come down when you're ready, okay? Okay. I'm glad they get along so good. What's up? Ah, look who's here. But you're too late for the 9:15 express. It's okay. I'll take the next one. Können wir irgendwas kaputt machen? Don't be late. Also draufschlagen. Oder so ein kleines Männchen auf die Schienen legen? Guck mal, guck mal, Daniel, das bist du. Oh nein, das sage ich nicht. So. So, können wir rumschnüffeln? Ah, das ist Bade. Nee, das better not sneak in. Och. They won't like it. Och Mensch. Pussy. Ja gut, dann gehen wir halt runter. Ach nee, wir gehen noch ins Badezimmer. Können wir pinkeln oder so? Hm. Ja, wir waschen uns das Gesicht, damit Oma nicht gleich umfällt, wenn sie uns sieht. Oh man. How did we survive for weeks out there with no hot water? Naja, abtrocknen ist auch überbewertet. Sprüh dir noch das Spray da unter die Achseln und dann ist gut. Hope I'll never have to hold on to a bar to take a shit. Ja, ich geb Moment Medizin. They have so many pills and stuff to take. Oh, jetzt wieder dieses alte Leute-Klischee, weißt du? Die Bäden wirken doch wirklich noch in Schuss so. Die Opa mit seiner Eisenbahn und die Oma, die unten Frühstück macht. Hier, das ist dann gleich wieder dieses alte Leute-Klischee. Oh, die nehmen hier 10.000 Tabletten. Die stehen kurz auf der Schwelle. Ben, Satan klopft schon. Claire is waiting for us. Ach nee, Jesus, weil die beten ja. Hallo. Oh my, look who's awake. Daniel, breakfast time. Your brother is ready. Ich hab mir sogar das Gesicht gewaschen. Steven. Your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Brauchst du Hilfe? Was steht auf der Speisekarte? Nee, was gibt's fressen? What's on the menu this morning? Well, someone told me the buttermilk waffles are bad. Was denn du da? Gibt's fressen? Jetzt gibt's fressen, ja, Alte, laber nicht. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers, but the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Siehst du, da hat sich doch jemand auf den auf die Gleise gelegt. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo choo. Oh mein Gott, am besten Daniel rastet aus, tötet die Großeltern auch noch und dann haben wir noch ein Problem. Das wär's, Alter. Jetzt kommt wieder so ein Polizist vorbei und er schießt dann einfach irgendwie den Opa und dann rastet der nicht aus und bringt alle um. He can fix his trains, but not my kitchen. Was hat die da jetzt gebraten? Everything's okay? Eier oder? It's great. Ja, Eier. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Nö. I miss Seattle. My friends. There's so much more to do in the city. Und wie hieß sie? Laila? There's more crime, more traffic. Nobody. Wie hieß das Mädel, das er da vermisst? Ach so, stimmt. Die heimlich wahrscheinlich in ihm verknallt. I love Seattle. Keine Ahnung. But it's cool here too. Aus den Augen, aus dem Sinn. Well, it's certainly safer for children. Everybody out here is a neighbor. Ja, und wir werden nicht einfach Familienväter erschossen. Like to Charles next door. He lost his wife and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Oh, das ist der Captain Spirit, ne? Ja. Yeah. Ich wollte gerade sagen, sag mal, hatten die nicht auch den Nachbarsjungen? Den hat er doch geschubst. War der nicht auch tot? Oder zumindest bewusstlos? Ich glaube, der war bewusstlos. Ich glaube, der war nicht tot. Ist der nicht so komisch gefallen?
Ja, aber ich glaube nicht, dass er tot war. Das, ja, ich glaube, das hättest du sonst noch ein bisschen mehr mitbekommen. Ja gut, stimmt, sonst würde es ja immer heißen, oh, da ist noch ein Nachbarskind gestorben oder so. Und hier ist es ja nur, oh, der Polizist ist tot. Ja gut, stimmt, stimmt. Dann hat der Bengel das überlebt. Das heißt, wir haben noch eine Aufgabe, Leo. Ja, wir müssen zurückkehren. Wir müssen zurück. Wir müssen ihn fertig machen. Hä, helfen die jetzt etwa abräumen? Was ist denn das denn? Wir wollten doch jetzt böse werden. Wie abwägen? Nein. Stop it, you crazy? Hey, what's going on back there? Nothing. Das stimmt nicht mit diesem Kind. I thought Steven was a fast eater. Hey, Grandma, I wanted to ask you something about that locked room upstairs. I told you there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? But we'll be fine. Oh mein Gott, ich habe wirklich irgendwie das Gefühl, dass die Mutter auch sowas konnte oder so. Und das ist ein Zimmer von der Mutter. You sure look like you're getting better. Also ich glaube auch, dass es ein Zimmer von der Mutter ist, aber... And then we'll go. Irgendeinen Grund gibt's doch, dass die Mutter dann die Familie verlassen hat, dass die Eltern nicht über die Mutter reden. Stay in the back, okay? Ist alles verdächtig. Oh mein Gott, das letzte Mal, als wir jemanden einfach so ohne Aufsicht haben rausgehen lassen, sind schlimme Dinge passiert. It's just a room now, Sean. Okay, der Bengel weiß schon, dass es Karens Room ist. Warum dann abschließen? Daniel muss es wissen. Warum dann abschließen? Ihr verbergt was. It feels like you're hiding something. There's no secret. We just want to move on with our lives, Sean. Oh. Ja, irgendwas so hat die Mutter gemacht. Nobody goes in the room, okay? I'm serious. Hat Mama euch kontaktiert? Ist mir eh egal. It's cool. I don't care. She left us anyway. Yes, Sean. Hey, das ist komisch. She left all of us. Aha. Anyway. Hey, aber dann verstehe ich irgendwie den Vater nicht. Weil der hätte doch dann, wenn die Mutter das mit allen abgezogen hat, dann hätte der doch die Enkelkinder wirklich zu ihren Großeltern öfter lassen können. Sind doch trotzdem die Großeltern. Das ergibt doch gar keinen deswegen, Sinn. Deswegen verstehe ich auch die Aussage vom Großvater nicht so, dass er verstehen kann, dass der Vater gesagt hat, ja, ich verstehe, dass er keinen Bock hatte auf uns. Oder? Ja. Nee, ich dachte nämlich, dass die Eltern vielleicht zu ihrer Tochter gehalten hätten und dass der Vater deswegen gesagt hätte, nee, da geht er nicht hin. So, weißt du? Aber jetzt unter dem Aspekt ist das ja noch viel blöder. Also, hä? Ja. Na gut. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, wir werden trotzdem rumschnüffeln in dem Raum. My rules under my roof. Bis die Alte uns rausschmeißt. Okay. Was? Hey, come on. Entspann dich, Bruder. Chill out, Alte. I didn't mean that, Sean. Oma kriegt gleich einen Herzinfarkt, jetzt reicht's. Maybe you should go check on your brother. Oh, oh. Ich glaube, wir haben Oma beleidigt. There's a shed with some old toys outside. How... Bet Steven has the key. Und ihr kriegt nur von 2/3 davon Tetanus. Der Rest sollte okay sein. Kleine Kackbratze. Schubst doch Daniel mal in den Karton mit den Nägeln. So. Ist Oma da drüben jetzt am Eskalieren? Was macht die da? Die zieht sich eine Line Koks, Alter. Ich glaub auch, ey. So. Aber es ist mal wieder soweit, bevor du wieder ausrastest. Ja, müssen wir ja kurz davor hier. Ja, ja, deswegen. Der Rage-O-Meter stieg schon wieder leicht an. Wir müssen das jetzt hier beenden, ne? Und ja, nee, aber der Part war ja zumindest, da ist ja wenigstens mal was passiert, sagen wir es mal so. Und man musste nichts sterben lassen, um billig die Story fortzusetzen. Das hat mir auch gefallen. Mhm. Und schauen wir, wenn das noch so bleibt. Ja, und wir können endlich ein bisschen böse sein, indem wir nicht auf Oma hören. Jetzt wird's nasty. Am Ende vertauschen wir ihre Tabletten durch Tic Tacs. Oh Gott, oh Gott. Ich hab das nicht gesagt. Das war jemand anders. Das war der Leo. Ihr habt's alle gehört. So, ne, ihr Lieben, dann war's das mal wieder für heute. Was? Ja, nix, alles gut. Ja, dann, ne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.